Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwarz. Nicht Soul Silver wie beim letzten Mal, sondern heute sind wir wieder bei Pokémon Schwarz mit dabei und ja, wir haben uns die Stadt noch gar nicht komplett angeguckt, sondern waren hier rechts noch gar nicht. Und da habt ihr ganz oft in die Kommentare geschrieben, guck lieber rechts nochmal, da gibt's tolle Sachen. Deswegen sprechen wir mal mit dir. Es gibt einige Trainer, die in der Traumbrache trainieren. Begib dich doch auch mal dorthin, vielleicht findest du ja etwas. Die Traumbrache? Okay. Ist hier extra noch eine Route oder so? Zur Traumbrache. Hier üben frisch gebackene Trainer. Unsere Pokémon sind fit soweit? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Das heißt, wir sollten erstmal noch kurz heilen gehen, ne? Wenn da ein paar Trainer trainieren, dann scheint es ja den ein oder anderen Kampf zu geben. Glaube ich. Denke ich. Würde ich vermuten. Ja, würde ich vermuten. So. Ich wollte nochmal ein fettes Danke raushauen. Soll jetzt weniger Geschleime sein, aber ich bin positiv überrascht, wie guten Anklang das Projekt bisher findet. Also, ich kann mich weder bei den Likes, noch bei den Aufrufen, noch bei irgendwas anderem beschweren. Es ist alles super und so macht das Ganze auch Spaß. Und gerade auch in den Kommentaren stehen halt immer mal wieder nützliche Tipps oder keine Ahnung. Es ist sehr cool, weil mir selbst fällt es zum Beispiel schwer, bei Pokémon irgendwas zu kommentieren. Aber da euch allen irgendwie immer noch was einfällt, finde ich das sehr, sehr cool. Und so macht das Ganze Spaß, solange es einigermaßen interaktiv bleibt. So, ja, ich trainiere hier mit meinem Team. Was hältst du von einem kleinen Kampftraining? Finde ich grundsätzlich gut. Finde ich gut. Und ihr habt auch in die Kommentare geschrieben, trainier mal noch lieber ein bisschen vor dem Arenaleiterkampf. Ja, ihr habt sehr viel in die Kommentare geschrieben. Ihr habt zum Beispiel auch geschrieben, dass ihr dieses Wackeln hier super cool und lustig findet. Das finde ich gut. Gut, wir kämpfen gegen Fililu. Den Kampf hatten wir doch beim letzten Mal auch schon, oder? Glaube ich. Okay, aber da hat es nicht so viel abgezogen. Zuschuss. Okay, setzt Heuler ein. Wow. Ja, am Anfang ist der Zuschuss noch relativ nutzlos, glaube ich. Weil Pokémon auf Level 0 bis 10 sowieso irgendwie immer die gleichen Attacken besitzen. So Heuler, Rutenschlag, Tackle, sowas in dem Dreh. Je stärker die Pokémon werden, desto unterschiedlicher sind dann aber natürlich auch die Attacken und dadurch auch unterschiedlicher die Möglichkeiten bei Zuschuss. So, ich würde ganz gerne weiterkämpfen, weil Gaggy braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Training und ich denke, auch mit Yorklef sind wir da noch nicht auf der sicheren Seite. Ich überlege gerade so, wie es denn bei den anderen Arena-Leitern früher immer war, schon wieder ein Volltreffer übrigens gerade. Vor allem bringt Zuschuss natürlich richtig wenig, wenn du zwei Fililus hast, ne? Wobei du natürlich so den Attackenpool erweitern könntest. Wenn du dem einen Fililu drei Attacken plus Zuschuss beibringst und dem anderen drei Attacken plus Zuschuss, dann hast du natürlich theoretisch sechs Attacken, die du aber nicht gezielt einsetzen kannst. Was ist hier? Kann man da einfach reinfallen? Ich weiß nicht, ob ich das testen möchte. Wir trainieren erstmal noch ein Momentchen weiter. Ich hoffe, hier sind noch einige Trainer. Mein Ziel ist es, über das Niveau eines Arenaleiters hinauszuwachsen. Denkst du immer noch, du hättest auch nur den Hauch einer Chance gegen mich? Ja, nur von Worten bin ich eigentlich eher selten beeindruckt, Julian. Zeig mal, was du drauf hast. Mit deinem Nagelotz. Bisher sind nicht viele andere Pokémon unterwegs. Aber die Arenaleiter. Ich weiß, dass es drei sind, weil ich heraussuchen musste, wie viele Pokémon die haben. Und ich weiß, dass da irgendwie drei Möglichkeiten bestehen. Und deswegen denke ich mal, wird sich das wieder nach dem Starter richten. Vermutlich kämpfen wir dann vielleicht sogar gegen den Typ, der uns im Vorteil ist, also gegen Feuer-Pokémon. Das wäre natürlich nicht so super, ne? Dann hätten wir ein Problem. Und es könnte durchaus darauf hinauslaufen. Ich weiß es aber nicht. Kann genauso gut sein, dass wir gegen den Vorteil-Typ kämpfen, dass wir gegen Wasser-Pokémon antreten. Nächstes Pokémon wird ein Nagelurz sein. Ich wechsle erstmal das Pokémon. Lukas ist ja auch nur auf 11. Von daher kann es ja auch nicht schaden, ihn noch ein bisschen zu trainieren. Gerade wenn wir natürlich nachher gegen Feuer-Pokémon kämpfen müssen. Da muss Lukas schon den Großteil der Sachen machen. Ich weiß auch gar nicht, wo es sich entwickelt. Werden wir sehen. Vielleicht ist es relativ früh, vielleicht aber auch relativ spät. I don't know. We will see. We will see. Ja, ich überlege gerade, oder wie ich eben schon gesagt habe, ich überlege die ganze Zeit schon, auf welchem Level die Pokémon des Arenaleiters waren. Also nicht des jetzigen Arenaleiters, sondern generell vom ersten so. Also ich glaube, Falk war 9 und 11 oder 9 und 13 oder so. Ich glaube, 13 ist eine ganz gute Marke. Wir kämpfen auch hier mal weiter. Also Level 13.
Ja, dann sollten wir vielleicht auch versuchen, zumindest auf Level 13 zu kommen mit beiden Pokémon, oder? Wenn wir höher kommen, ist es besser. Wenn nicht, dann eher weniger gut, denke ich mal. So, unsere Verteidigung sinkt, ist nicht gut, aber wir sollten ja schneller sein als das gegnerische Yawgreff. Und dann haben wir das Ganze auch besiegt. Bye-bye! Bye-bye! Danke, meine Pokémon, ihr habt gegeben, was ihr konntet. Okay, einer, der zumindest nicht die Schuld auf seine Pokémon schiebt. Das finde ich durchaus sympathisch. Hier ist noch Zerschneider notwendig. Okay. Du sag doch mal, was war denn dein erstes Pokémon? Ein Serpifeu, verstehe. Dann passt dieses Sodamark ja wie die Faust aufs Auge. Es hat einen Vorteil gegen Pokémon des Typ Feuer, gegen die dein Serpifeu ja benachteiligt ist. Sag, willst du dieses Sodamark haben? Ja. Überrascht mich jetzt natürlich wenig, weil ihr das 20 Mal in die Kommentare geschrieben habt. Hier, bitteschön. Es kann Wasserattacken benutzen und ist somit effektiv gegen Feuer-Pokémon. Ich weiß aber nicht, was das für ein Pokémon ist. Also ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Flu erhält das Sodamark. Okay. Alles klar. Möchtest du dem erhaltenen Sodamark einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. Ich habe nur die Liste gerade nicht offen. Einen Moment. So, und zwar wurde... Das ist so ein Äffchen, sehe ich gerade. Weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Es wurde der Name für Sodamark tatsächlich vorgeschlagen, und zwar Blubber. Ist jetzt vielleicht nicht der krasseste Name auf Erden, aber er wurde vorgeschlagen und kein anderer wurde vorgeschlagen. Deswegen heißt es jetzt Blubber. Wenn du Pokémon verschiedener Typen dabei hast, erwischt dich kein Pokémon mehr auf dem falschen Fuß. So, ich glaube, ihr meintet auch in den Kommentaren, dass sich dieses Pokémon halt jetzt für den Arena-Kampf und für den Anfang vielleicht noch lohnt. Später, oh, es ist auf Level 10 schon. Später aber nicht mehr so. Zaghaft, sehr pedantisch, ist seine Aussage über seine DVs. Da habt ihr mich auch ein bisschen aufgeklärt, beziehungsweise der Gecki hat mich da aufgeklärt. Vielen Dank dafür. Also dieses sehr pedantisch oder liebt es zu essen, weist halt auf die DVs hin und ist aber etwas komplizierter, als dass man das jetzt von heute auf morgen auswendig könnte. Wir haben Aquaknarre. Spezialangriff ist genauso gut wie der Angriff. Die Verteidigung, Spezialverteidigungswerte sind in Ordnung. Schlecker besitzen wir noch, Kratzer und Silberblick. Hat sich denn hier eigentlich stärketechnisch irgendwas verändert? Nö. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Ja gut, wäre auf jeden Fall ein Pokémon, was man einsetzen könnte. Hat das denn eine Weiterentwicklung? Weiß ich gar nicht. Wenn es ein Entwickler ist, dann sieht es relativ schwach aus. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne erstmal... Ich weiß gar nicht, ob es hier noch weitergeht, großartig. Ich glaube, hier kommen keine Trainer mehr, oder? Guck mal, hier versperrt uns so ein Achtung, Vorsicht, Gefahrhütchen den Weg. Die heißen übrigens richtig so. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt aufgehoben haben. Gar nicht gelesen. Ja, okay, hier kommen wir scheinbar nicht weiter. Gut, dann haben wir diese Route absolviert. Und, ihr meintet, ich soll noch ein bisschen mehr trainieren. Warte mal, hier haben wir doch dieses Loch. Okay. Sind das da Stärkefelsen, die man verschieben kann? Das wäre heftig. Wahrscheinlich, ne? Krass, die sind ja dann einfach mal vierfach so groß wie früher. Das scheint so in einer zu sein, ne? Hier ist alles größer. So. Ja, dann haben wir hier die Arena als nächstes. Pokémon Arena von Orion City. Leiter Triple-Trubel. Triple-Trubel? Triple-Trubel? Okay, wir müssen erstmal Pokémon wieder heilen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Und dann wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir noch ein bisschen trainieren würden, ne? 5 Pokémon haben wir jetzt schon. Meine Phrase. Aber allzu viele werden wir davon nicht verwenden. Also ich weiß nicht. Sodamark müsste ich mich halt informieren, ob sich das lohnt. Aber theoretisch würde ich jetzt erstmal sagen, nee. Nee. Dann lass ich mal zumindest anquatschen hier. Wie? Also ich arbeite hier als Arenaleiter, aber wer bist denn du? Du willst dich in der Arena beweisen? Dann verrate mir doch bitte, welches dein Starter-Pokémon ist. Okay, es hängt zumindest schon mal davon ab. Na, welches wohl? Serpifeu, verstehe. Das tut sich gegen Pokémon des Typs Feuer schwer. Du solltest dir also eine passende Gegenstrategie überlegen. Also, ich erwarte dich drinnen. Okay, wir sollten also aufpassen. Ich gucke jetzt nur mal rein. Ich denke nicht, dass der Arena-Kampf instant starten wird. Du bist jetzt der neue Informant scheinbar. Okay. Hallo, ich helfe allen Trainer weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Guido. Vielen Dank, dass du in der Arena antrittst. Hier für dich. Flo erhält Tafelwasser. Oh, das ist lieb von dir. Dankeschön. Ach, das war's schon. Kannst du mir nicht noch Informationen geben oder so?
Das Wichtigste beim Pokémon-Kampf ist die Beziehung der unterschiedlichen Typen zueinander. Achte auf den Typ des gegnerischen Pokémon, wähle deinerseits sowohl ein Pokémon als auch Attacken eines entgegengesetzten Typs aus und dir winkt der Sieg. Demzufolge kommst du in dieser Arena weiter, wenn du auf die Schalter am Boden steigst, die für einen Typ stehen, der gegen die auf den Vorhängen abgebildeten Typen effektiv ist. Okay, Pokémon Arena von Orion City, Mike, Colin und Benny, anerkannte Trainer, bisher keine. Das bedeutet, jetzt ist hier Feuer, müsste ich zum Beispiel auf Wasser gehen, damit ich weiterkomme. Was passiert denn, wenn ich auf Feuer gehe? Muss ich dann kämpfen? Das wäre eine interessante Sache vielleicht. Wen haben wir derzeit vorne? Wir haben Gekki vorne. Ich wechsle mal kurz auf Lukas, weil ich halt nicht weiß, ob jetzt nur Feuer-Pokémon auf uns warten werden. I don't know. Und dann gehe ich jetzt einfach mal falsch. Es ist falsch. Und? Muss ich jetzt kämpfen? Echt nicht? Es passiert einfach nichts. Okay. Also wenn ich hierauf gehe, öffnet sich der Vorhang, nehme ich an. Wow. Erwartet uns da jetzt wenigstens ein Trainer? Ja. Okay. Dann lass uns doch zumindest die Arena-Leiter Trainer machen. Und mal gucken, wie das Level so bei denen aussieht. Und welche Pokémon die einsetzen. Willkommen in der Arena von Orion City. Hier wirst du mit den Grundlagen des Pokémon-Kampfes verköstigt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie diese Sodamark und Grillmark und diese Äffchen haben. Wäre durchaus möglich. Gianluca mit einem Yawclef. Okay, das ist jetzt eher unbeeindruckend und passt wenig zur Arena. Level 11. Okay, wir sollten auf jeden Fall noch etwas trainieren. Das könnte jetzt sogar gar nicht mal ungefährlich werden. Aber wir sind schneller. Das ist sehr gut. Das setzt Biss ein. Biss ist nicht ganz so stark wie Tackle. Ist nur gut, wenn wir es eben zurückschrecken lassen können. Also wäre es für uns gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, wir sind mit einem dreifachen Tackle gut bedient. Uiuiuiuiuiui. Jetzt bloß hier nicht kein Mist bauen, Yawclef. Mach den mal weg. Gut. Yawclef wurde besiegt. Sehr gut. Lukas hat gewonnen. Erhält relativ viele Erfahrungspunkte. Ist damit auf Level 12. Und ich denke, auf Level 13 sollten wir zumindest kämpfen, ne? Soll eine andere Attacke durch rechte Hand ersetzt werden? Nee, danke. Rechte Hand war nie so mein Ding. Kann natürlich auch sein, dass es hier wieder andere Fähigkeiten und Effekte oder was weiß ich hat. Was kann ich da noch groß sagen? Du bist ein hervorragender Trainer. Dankeschön. Aber ich werde diese Arena erst einmal wieder verlassen. Weil ich habe ein bisschen Angst davor. Was ist eigentlich... Stimmt, was ist eigentlich dieses Hausmädchen da links gerade gewesen? Würde mich mal interessieren. Heilt ihr meine Pokémon? Das wäre richtig super. Willkommen. Unser Angebot ist auf die Vorlieben der Trainer abgestimmt. Hä? Unser Angebot? Welches Angebot? Kann man hier noch irgendwie was kaufen? Ist das hier wie so ein kleines... Ach, stimmt. Da war doch irgendwas, ne? Dass es auch gleichzeitig ein Restaurant ist, diese Arena. Ah, ja, stimmt. Irgendwas war da. Kommt man hier eigentlich noch irgendwo weiter? Oh, guck mal, hier ist noch ein Dude. Auch an dunklen Orten gibt es Pokémon. Da hilft es, einen Finsterball zur Hand zu haben. Hier, der ist für dich. Die werfen aber auch mit Pokebällen um sich, ne? Also, mit... Nicht um Leute zu fangen. Nachts oder in Höhlen spielt ein Finsterball seine Vorteile aus. Und überhaupt, der Name ist cool. Finster. Ah, das hat einfach irgendwas. Genau. Miss Finster von Große Pause hatte auch irgendwas. Die war auch super. Die war scheiße. Ich hatte immer Angst vor der. Ja, dann sind wir jetzt hier in der City soweit fertig. Und, warte mal. Hier gibt es auch noch so ein Gängchen. Man weiß ja nie. Stimmt, da hinten war auch noch ein Item. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das geholt haben. Wir können jetzt so die Kleinigkeiten in dieser Stadt noch erledigen. War hier nicht ein Item? Hier war doch ein Item. Bin mir ziemlich sicher. Habe ich mir das geholt schon? Krass. Manchmal bin ich besser, als ich dachte. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier an dieser Stelle. Ich werde zum nächsten Mal trainieren. Und dann werden wir uns den ersten Arena-Leiter vorknöpfen. Was bleibt uns da anderes übrig, ne? Also ich werde bis Level 13 gehen. Ich hoffe, dass das reichen wird. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben nochmal. Also nicht, welches Level die gegnerischen Pokémon haben, das vielleicht nicht. Sondern mehr, ob Level 13, ob man es da schaffen kann. Wir müssen jetzt nicht mega OP reingehen. Es soll schon eine Herausforderung bleiben. Und dann werde ich hier auf Route 2 ein bisschen trainieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.